Also, eine Sache, meine Lieben. Wenn ich irgendwie draußen kochen kann, dann ist alles im grünen Bereich. Ich will mal für euch zubereiten, barbecue-technisch, so ein spanisches Baguette. Ja, mit roten Paprika, schönen Auberginen. Achtung, Achtung, reichlich Knoblauch. Jo, jo. Ich frage immer so blöd auf Kochshows oder irgendwelchen Auftritten. Wollt ihr Knoblauch? Das ist eine saublöde Frage. Und jeder sagt, ja klar. Also schauen wir hier, Zwiebeln haben wir auch noch dazu. So, kommt noch ein paar mehr. Hier mit meinem Laserschwert geschnitten. Okay, dann haben wir ein bisschen Rindfleisch. Ich habe ein schönes Filet. Ja. Kann aber auch eine Lende sein. Bisschen Käse, bisschen Schinken, ganz besonderer. Und hier, schaut mal her, auf meinem Grill habe ich gut 300 Grad. Also das ist schon kurz vor der Kernschmelze. Und ich habe hier eine Plancha-Platte. Das ist so eine Grillplatte eigentlich, ja, so eine spanische Grillplatte. Finde ich sensationell. Das ist wirklich toll. Und jetzt wird das Ganze angebraten. Und schau mal, ich gebe das hier auf die Grillplatte. Und jetzt, wenn sich der ein oder andere Schlaufuchs denkt, da ist ja gar kein Öl drauf. Ja klar, ich gebe das Öl jetzt drauf. Weil dann spritzt es nicht so. So. Und jetzt richtig schön anbraten. So. Massive Temperatur, richtig volle Hebel, massive Temperatur. Und dann kommt das Fleisch noch dazu. So. Komm mal her. Hier. Das klebt so gut wie nichts an, weil es ja so heiß ist, das Ganze. Das Fleisch kommt dazu. Und jetzt anbraten. So. Der gemeine Spanier macht das hier mit so einer Monsterplatte. Ja? Und das ist so eine Hobby-Grillplatte. Wobei Hobby ist ein bisschen untertrieben. Das ist schon ein richtig geiles Teil. Ja? Richtig gut. Und dazu gibt es ein Baguette. Bernd, zu mir, zu mir, zu mir. So, jetzt machen wir so einen Riesenteil. So, einmal schön halbiert. Ritze, Ratze, Ritze, Ratze. Dann kommt dazu ein Stückchen Kräuterbutter. Ich liebe Kräuterbutter einfach. Ja, und die machen wir, aber das sagen wir keinem, die machen wir nicht selber. Ich habe die gekauft. So, schön anbrutzeln lassen. Und jetzt geht's hier weiter. Massive Temperatur. Freunde, schau mal an. Boah, ist das geil. Das ist Grillen 2.0. Grillen 2.0. Und da ist so eine Rinde drin. Da geht nichts daneben oder fast nichts. So, jetzt kommen die Zutaten noch dazu. Wie zum Beispiel ein bisschen Chutney. Ja, das kann so ein Mango-Chutney sein oder Aprikosen-Chutney. Dann eine Sriracha-Soße. Ja, die gibt es in jedem Supermarkt. Das ist eine fermentierte Pfeffersoße. Ja, ein bisschen Sojasoße mit Umami, das wollen wir ja. Dann hier. Haha! Henze-Gourmet-Pfeffer. Der kommt auch noch drauf. Da ist auch ein bisschen Salz dabei. Da. Boah, ist das geil. Boah. Ich liebe das. Das ist für mich Kochen. Das ist Barbecue. Ja, grillen, richtig schön heiß. Eine Plancha-Platte. So. That's it. So, das Fleisch muss vielleicht gar nicht so ganz durchgegart sein. So ist es optimal, optimal. So. Seid ihr bereit? Ja. Und hier wird ja live gegrillt. Ja. Live gegrillt. Ja, das ist ja nicht irgendwie so, ich habe da schon mal was vorbereitet. Kleinen Moment noch. Geht hier drauf? 3, 2, 1? Kann ich? Ja. Kann ich? Vollgas! So, ein bisschen Käse noch. Pass auf, den lasse ich so leicht schmelzen. Ich weiß nicht, alle Köche mögen Käse. Alle Köche mögen geschmolzenen Käse. Ja, von 0 Sternen bis 3 Sternen, alle lieben irgendwie geschmolzenen Käse. Das ist so ein guter Mozzarella. Der ist so leicht, wie soll ich sagen, so leicht angeschmolzen. Und jetzt, woher? Jetzt kommt so ein bisschen Creme Fraiche, ja, auf das Baguette. So, und obendrauf, ihr werdet es nicht glauben, ich mache das mal ganz schön hier. Du musst es so, was mit Sonnenuntergang? Ja. Da braucht man irgendwie passende Musik, bräuchte man jetzt noch dazu. Das ist ein anderer Film. Nee, okay. Egal. So, that's it. Das ist mein Gourmet-Baguette obendrauf.
Kommt noch ein bisschen Fischer Rosmarin. Ein bisschen was von dem. Hast du es drauf? Jetzt. 3 to 1. Von meinem In Love Gourmet Pfeffer. Bestverkaufteste Gewürz überhaupt bei mir im Shop. Und dann geht's los. Blitzrezepte aller Hänse, wenige Minuten, ja, ihr habt es gesehen. Und sensationell gut. Da warten schon alle. Es gibt gleich was, es gibt gleich was. Guten Appetit. Schreibt was in die Kommentare. Ich zähle auf euch. Gut.